Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute unboxe ich mal das iPad Air 2. Ja, ich habe das heute bekommen. Heute ist der 1. Mai. Ich weiß, es ist erst, also es gibt es schon seit längerer Zeit, also schon seit ein paar Jahren, nee, 2 Jahren ungefähr, gibt es dieses iPad schon. Aber Leute, es ist immer noch ein gutes iPad und deswegen habe ich mir das geholt. Das ist iPad Air 2. 32 GB sind das Ganze. Also 32 GB seht ihr hier. Ein sehr gutes. Ja, sehr gutes Modell davon, das goldene sogar. Das habe ich mir geholt. Und zwar sitzt da drin eine Apple A8X Prozessor, 3 Kerne je 1,5 GHz. Ist ein sehr super Prozessor. So, jetzt steht die Kamera perfekt. Ja, es ist ein Apple A8X Prozessor hier drin mit 3 Kernen je 1,5 GHz. Eine Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden. Es hat auf jeden Fall 7000 mAh. Starker Akku. Beim iPad Air 1 waren es ungefähr noch über 8000 mAh. Das heißt, der Akku wurde verringert, aber dafür ist es dünner als das iPad Air 1. Deswegen, es hat 9,7 Zoll, löst mit 2048 x 1536 Pixel auf. Es wiegt 437 Gramm. Es hat auf jeden Fall 2 GB Arbeitsspeicher. Was sehr gut ist, also was daran gut ist, Leute, die Tabs öffnen halt schneller, also ja, Apps öffnen schneller und es heißt auch so, auch bei Safari, wenn man einen Tab öffnet, dass man ihn dann nicht mehr neu öffnet, also dass er nicht mehr neu laden muss, sage ich jetzt mal. So soll das Ganze sein. Deswegen packt man das Ganze einfach mal aus, Leute, und ich bin schon sehr gespannt, was mich hier erwartet, Leute, weil bei so einem Gerät erwartet man echt viel, weil iPad Air 2 und so weiter, das kostet auch 410 € hat das bei mir gekostet. Es hat eine 8-Megapixel-Kamera hinten und vorne hat das nur 1,2 Megapixel. Was ganz in Ordnung ist, ja. Um ein paar Fotos zu machen, reicht das auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt und was ich ganz gespannt bin, ist der Fingerabdruckscanner. Auf den bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil der Fingerabdruckscanner ist was sehr Cooles. Das hab ich noch nie gehabt bei irgendeinem Gerät. Also ich habe das bei meinem Handy nie benutzt, weil das mir irgendwie nicht gefallen hat. Aber bei dem Teil ist das nochmal ein ganzes Stück anders, weil man einfach da mehr, also weil das einfach schneller geht und besser gemacht ist bei Apple, die Fingerabdruckscanner als wie bei Samsung irgendwie. Oder bei meinem Handy halt zumindest. Ja, dann mache ich das Ganze mal auf, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, es ist einigermaßen scharf. Man sieht es hier leider ein bisschen Schatten. Ja, es ist gerade in der Früh, deswegen muss ich ganz kurz hier musste ich das Licht auch anmachen. Ja, jetzt machen wir erstmal die Schachtel auf, Leute, und gleich flitscht uns das iPad hier entgegen. Ich bin schon sehr gespannt. Leute, wann kommt der Moment? Komm. Es muss doch hier rausgehen, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt gerade hier sehen, dieses Video. Ich denke mal nicht so mega viele, aber ja, aber das Gerät ist auch schon längere Zeit alt und oh mein Gott. Das sieht geil aus, Leute. Der Fingerabdruckscanner Touch ID. Alter, wie cool sich das einfach anfühlt, Leute. Ich habe das zum ersten Mal so. Alter, sieht das cool aus. Wow, ist ein sehr cooles Tablet. Gefällt mir sehr. Schauen wir mal hier die 8-Megapixel-Kamera. Darauf bin ich gespannt, weil die Kamera soll mein altes iPad, also ich kann das mal kurz holen. Schaut euch an, wie kaputt das Ganze ist. Ja, hier oben hängt eine Zeichnung. Deswegen sieht man das ein bisschen. Sage ich jetzt mal, oder ein Freund, sage ich jetzt mal, eigentlich. Kann man sagen. Ja, das ist das iPad Mini, das erste, was es gab vom iPad Mini. Gefällt mir jetzt nicht mehr wirklich. Was mich da auch sehr aufregt, das Display ist schon so kaputt, dass man gar nichts drauf mehr machen kann, eigentlich. Das heißt, wenn ich was tippe, dann kann ich da, nimmt er das halt nicht an und so weiter, ne? Das ist so eine Sache. Ja, okay, schauen wir erstmal, was wir noch hier im Lieferumfang finden. Dann haben wir hier erstmal einen Ladestecker, einen sehr neueren Stecker. Da ist auch noch Papier drauf. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier noch. Okay, hier ist so eine Gebrauchsanweisung, braucht man nicht. Und ein Ladekabel. Sieht auch sehr neu aus. Gefällt mir. Und dann hier unten, was haben wir hier unten noch? Oder ist hier unten gar nichts mehr drinnen? Da müsste ich mal. Ne, hier ist gar nichts mehr drinnen, okay. Klar, hier guckt man ja nicht rein, aber trotzdem.
Schaut euch an, wie dünn das Gerät ist. Es ist einfach echt krass. So ein großes iPad. Ich finde das cool. Also ich habe schon so lange drauf gewartet, Leute. Ich hoffe, das war ein gutes Geschenk, also ich habe das heute bekommen. Da ich heute so, ja, wie soll man das sagen, so meine Firmung habe, sage ich jetzt mal. Also hat so mit meiner Religion zu tun, sage ich jetzt mal. Also so ein Geschenk von meinen Eltern, sage ich mal. Danke auf jeden Fall an meine Eltern. Weil ich finde, dieses Gerät ist einfach so super. Das hab ich mir gewünscht, ne? Ja, ich mache jetzt ganz kurz mal den Ladekabel. Ne, brauchen wir eigentlich nicht den Ladekabel jetzt. Ich hoffe, das Teil hat jetzt Akku, ne? Damit ich das direkt mal starten könnte. Ich bin einfach. Okay, warte, mach mal die Schachtel mal zu. Ich finde alleine schon die Schachtel sieht cool aus. Ich finde die Schachtel sieht schon so cool aus. So, jetzt startet man das Ganze. Jetzt starte ich das Ganze einfach mal. Oh mein Gott. Legen wir es einfach mal hier hin. Ich bin schon gespannt auf den Fingerabdruckscanner, Leute. Darauf bin ich einfach schon so sehr gespannt. Ihr seht ja mein Computerbildschirm noch im Hintergrund ein bisschen. Legen wir das Ganze einfach mal hier hin. Dauert ein bisschen beim Starten. Jetzt werde ich das Ganze einrichten auf jeden Fall, Leute. Das machen wir jetzt einfach mal. Hier rüber scrollen. Warum geht das nicht? Achso, Home-Taste muss ich machen. Ich bin so dumm. Ja, es war halt damals anders. Deutschland, nee, muss ich hier Österreich auswählen. Wo haben wir das? Hier. Boah, es fühlt sich echt groß an, sage ich jetzt mal. Zu meinen alten, ja. So, ich habe auf jeden Fall das WLAN-Passwort jetzt eingegeben. Legen wir es einfach mal hier wieder hin. Ortungsdienste, machen wir einfach ja. Touch-ID, Leute, das muss ich probieren. Machen wir fortfahren. Ich muss einfach meinen Finger hier öfter mal drauflegen. Und auch immer von mehreren Seiten, ne? Okay, Fingerposition ändern. Also heißt, ich muss vom Rand. Ne, warte, das muss ich gleich mal machen. Hier vom Rand noch ein bisschen. Ich muss das jetzt öfter machen, Leute. Da können wir gleich den Fingerabdruckscanner auch schon testen. Darauf bin ich einfach schon so gespannt, Leute, wie schnell der wirklich ist, ne? Code erstellen, das mache ich auf alle Fälle, Leute, das mache ich ganz kurz. So, ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Code erstellt. Als neues iPad. Soll ich das Daten von Android? Was? Als ob das geht. Leute, was ist das? Gehen wir auf als neues iPad konfigurieren, Leute. Meine Apple-ID, ja, muss ich jetzt mal schnell eingeben. Ich habe ja schon eine, weil ich ja schon mal ein iPad hatte oder habe. Das Einrichten der Apple-ID kann ein bisschen dauern. Okay, ja, machen wir einfach akzeptieren. Das ladet jetzt ein bisschen durch, leider, weil die Apple-ID muss er da hier noch einrichten. Ja, weil ich hatte ja schon mal ein iPad. Ihr seht, es ist 6 Uhr gerade. Deswegen, ich muss das jetzt hier in der Früh aufnehmen, da ich heute sonst keine Zeit habe. Und ich werde mir noch ein paar Apps installieren, sage ich jetzt mal, damit ich. Weil ich fahre ja gleich weg. So, ich wurde gerade unterbrochen. Ja, weil ich fahre heute noch weg. Deswegen werde ich noch mir ein paar Apps runterladen und während der Autofahrt ein bisschen das Teil testen. Der Fingerabdruckscanner, darauf bin ich schon so gespannt. Das werde ich direkt mal testen, oder? Ich bin mal gespannt. Man muss einfach, ich glaube, was ich gehört habe, man muss einfach hier so einmal drücken und dann draufbleiben. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich probiere das selber gleich mal aus. Darauf bin ich schon sehr, sehr neugierig, ne? Ich bin schon sehr neugierig auf dieses Teil einfach. Ja, mal gucken, wenn das hier endlich fertig geladen hat. So, er macht jetzt hier noch ein paar Aktualisierungen von iCloud-Einstellungen. So, jetzt geht's weiter. Schlüsselbund. Brauche ich das eigentlich? Nee, eigentlich. Ich weiß gar nicht, was das so genau bringt. Siri, machen wir mal. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. Diagnose, machen wir mal senden. Nee, machen wir nicht. Okay, los geht's, Leute. Och, ich finde das Teil einfach so cool. Schauen wir mal erstmal. Ich hab 32 Gigabyte. Okay, Leute, ich habe davon ungefähr 28 Gigabyte. Ja. Von den 32, weil es ja 32 GB Modell. Ach, ich muss diese Siri noch machen. Aber ihr seht auf jeden Fall, das Gerät ist mega flüssig. Hier kann ich gar nicht mal so viel zeigen. Schau mal, wie schnell was öffnet. Es öffnet einfach direkt. Jetzt gehen wir zum Beispiel mal auf Google. Genau, schauen wir mal, wie schnell die Seiten laden. Okay, ladet eigentlich relativ schnell. Oh, das läuft echt flüssig, muss man schon sagen. Ist halt ein 9,7 Zoll großes iPad, das ist relativ groß, also ich finde schon 10 Zoll sind das schon. Also ich muss schon mal sagen, erstmal, ich finde das sehr cool, das ist sogar das Goldene, Leute, das sieht einfach so cool aus. Ich habe mir das echt sehr gewünscht.
Weil das einfach so ein cooles Tablet ist, machen wir einfach nochmal Fingerabdruckscanner. Hier nochmal die Schachtel kann ich euch nochmal zeigen. Ich finde das Teil einfach mega cool. Ich werd jetzt damit ein bisschen rumspielen, ein paar Apps runterladen und so weiter. Ja, die Kamera kann ich zeigen, stimmt. Leute, machen wir erstmal nicht. Komm, Leute, kann sich das nicht mal drehen? Warum dreht sich das denn nicht? Okay. Die Kamera ist aber echt sehr scharf, ne? Slow Motion kann man hier sogar machen. Zeitraffer. Video, Foto, Quadrat. Kann ja echt alles machen. Die Kamera ist auf jeden Fall auch mega gut. Das gefällt mir doch. Ja, was kann ich denn noch so zeigen? Ja, also es hat auf jeden Fall die Version. Warte mal. Ja, also damit beende ich auf jeden Fall das Video. Leute, ich beende auf jeden Fall das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt nur ein kleines Unboxing. Ja, weil ich das jetzt bekommen habe, Leute. Und was ich auf jeden Fall fragen will, Leute, ich werde auf jeden Fall meine Pokémon Go Videos darauf auch ein bisschen aufnehmen, sage ich jetzt mal. Weil auf mein Handy leckt das ganze Spiel echt schon hart rum. Und ich denke mal, mit dem iPad kann ich dann relativ viel spielen. Und auch besser spielen, sage ich mal. Ja, ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen einstellen, ein paar Apps runterladen, testen und so weiter, Leute. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht mache ich noch mal eins dazu, so zu meinem iPad, wo ich ein bisschen mehr noch zeige. Ich habe auf jeden Fall sehr viel geschnitten und ich filme das Ganze mit meinem Handy. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze in Full HD. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben, ne? Das iPad hat ja auch eine Full HD-Kamera, also 8 Megapixel, habe ich ja schon gesagt. Ja, also Leute, ich beende auf jeden Fall das Video. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das Teil auf jeden Fall jetzt testen. Kann sein, dass ich mich ganz komisch jetzt anhöre. Es ist einfach jetzt in der Früh. Deswegen, ja, entschuldige mich jetzt einfach. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Yeah.